Ja, herzlich willkommen. Kilox, mein erstes Mal. Und was ich heute erzählen will, hat mit meinem persönlichen Internet zu tun. Wie ist das eigentlich so gewesen? Wie bin ich dazu gekommen? Was ist passiert? Und das Thema ist im Prinzip das Internetspiel. Das Internet begann für mich mit Spaß und Spiel und wurde dann ein bisschen ernster. Und letztendlich aber ist der Spaß immer noch da. Und das liegt viel an den Programmen und an den Systemen, die wir verwenden, aber eben auch noch ein paar andere Dinge. Während das Ganze abläuft, wenn ihr einen Rechner haben solltet, wäre es schick, wenn ihr euch hier beim Freifunknetz einloggt, denn dort könnt ihr ein bisschen mehr Feedback geben. Und das wäre auf dieser Seite hier, events-titanpad.com61. Dort, das ist ein Textpad, dort könnt ihr alles was reinschreiben, alle gleichzeitig. Und ich freue mich halt über Fragen und Ideen und Bemerkungen, was auch immer alles noch da ist. Das ist für mich so ein bisschen der Feedback. Also ich kann weitersprechen und ihr könnt ebenfalls das, was ihr denkt, mit hinzugeben. Ja, sieht dann ungefähr so aus. Keine Brötchen. Okay, ja, jeder kann hier was reinschreiben. Und dann kann ich das nachher lesen. So, ja, es begann also 1988 mit einem Seminar. Jetzt muss ich mal ganz kurz da noch hingehen. Warum ist das nicht gesetzt? Sekunde, Sekunde. Ja, ich verwende das Programm, mit dem ich nachher ein bisschen zu tun hatte, indirekt sozusagen, selbstreferenziell. Ihr könnt hier so ein bisschen mitlesen. Die Seite ist auch online. Jetzt habe ich nur die URL nicht hingeschrieben. Also, da steht noch ein bisschen mehr drin. Ich versuche einiges auch ein bisschen wegzulassen, um schnell zu sein. Wie mein Professor sagte, wir können ja über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Und genau das sollte in diesem Zeitrahmen auch bleiben. Deswegen renne ich jetzt ein bisschen da durch. Und ich hoffe, dass noch ein bisschen Zeit bleibt für Fragen, so direkt zum Austauschen. Und dann um 11 Uhr soll es natürlich direkt weitergehen mit dem nächsten Vortrag. Ja, das Jahr war 1988. Das Ganze bei mir begann mit einem Seminar für Bilddatenverarbeitung. Und, oh, genau, das habe ich mir jetzt anders gedacht. Ja, ich hatte mir was Lustiges hier ausgedacht und ich hoffe, dass das halt noch funktioniert. Genau. Optical Character Recognition ist der technische Terminus für diese ganze Sache. Man versucht aus einem Bild, aus den Pixeln, die da sind, den Text wieder zu erkennen und extrahieren zu können. Das Ganze gibt es natürlich mit vielen Problemen und wenn man das Ganze programmieren möchte, dann muss man sich eben mit dem Ausgabeformat des Scanners beschäftigen. Und das war TIFF. Und wer sich TIFF anschaut, der kriegt ein Buch in die Hand. Weil TIFF ist nicht ein Format mit genau einer Sache und genau so ist es aufgebaut, sondern es ist im Prinzip ein Sammelsurium aus einer ganzen Menge Geschichten und es ist nicht ganz einfach. Als Tool bekamen wir an die Hand eine Programmierbibliothek, die nannte sich LEDA. Und das war so ein bisschen, ja, Pre-Software Alpha. Und wir haben dann festgestellt, dass da noch so einige kleine Bugs drin waren und einiges nicht so ganz einfach war. Aber wir reden nicht über die Bugs, sondern letztendlich haben wir bei der ganzen Geschichte ein Login bekommen auf einem Rechner. Das war damals dann noch ein Minix. Linux gab es noch nicht. Und letztendlich haben wir festgestellt, wir können so etwas machen wie Texte aneinander schreiben. Ja, alles, was man braucht, war der Login-Namen, das Menschen und eben den Rechnernamen. Und daraus ergab sich dann eben eine E-Mail-Adresse. Und E-Mail funktionierte nicht nur auf dem Computer natürlich selbst, sondern das war vernetzt. Und immerhin habe ich gedacht, das ist ja schön, dass wir in diesem Raum mehrere Rechner nebeneinander sind vernetzt, wir können eine E-Mail schreiben und das ist auf dem anderen Rechner zu lesen. Wir können also nebeneinander setzen und uns Texte schreiben, wenn wir das eben gerade brauchen. Und dann kam so der nächste Schritt, ah, wir sind natürlich im ganzen Hause vernetzt irgendwie mit den anderen Rechnern, das ist schön, aber noch interessanter war die Vernetzung dann mit den Instituten nebenan, auf dem Gelände, auf dem Campus.
Ja, und dann stellte sich heraus, dass es noch mehr vernetzt. Das geht weiter und das geht weltweit. Und das war so der erste Moment, wo ich dachte so, wow, wir können also kommunizieren auf eine andere Art und Weise weltweit und wir müssen nicht telefonieren. Weitere Programme kamen hinzu zum Austausch von Daten. Wir mussten natürlich dann den Source Code mal hin und her schubsen und so weiter. Und dann gab es FTP, das File Transfer Program oder Protocol. Und wir konnten von anderen Rechnern der Welt Daten runterziehen. Was gab es für Daten? Na, das gab damals noch keine Suchmaschine. Das gab so was Indirektes und das nannte sich Archie, so eine Art Verzeichnisdienst. Dann schickt man eine Frage hin per E-Mail und dann bekommt man eine Antwort zurück. Entweder innerhalb von einer Stunde oder ja, ungefähr oder einen Tag. Manchmal wartet man drauf und dann sind es 2 Tage und dann kommt was zurück, was eine riesige Liste ist von irgendwelchen Dingen und dann musste man wieder selber daraus filtern. Ein weiterer Dienst kam hinzu, Telnet. Telnet erlaubt uns also, direkt an einen Rechner zu gehen und uns mit einem Port zu verbinden. Wir wissen vielleicht, Port 25 ist eben E-Mail und 21 war eben FTP. Und dann gab es später erst Port 80, da gab es dann das HTTP, aber das war noch ein bisschen weiter weg. Inzwischen haben wir Gopher als Login, so eine Art vernetztes Teil benutzt, wie eine Art Browser. Aber viel interessanter war ein Port, der uns Multi-User-Dungeons gab. Genau. Ja, man verbindet sich auf einen Port und ist in einem Spiel. Ein Textspiel, Adventure gab es schon vorher. Das hatte ich sogar 1984, glaube ich, kennengelernt. Da war ich damals dann kurz an der Uni und habe das gesehen bei jemandem, aber mir war noch nicht klar, dass es Internet ist, dass wir uns verbinden mit einem Rechner ganz woanders. Ich dachte, das läuft auf dieser Kiste selbst, aber das war nicht der Fall. Aber es ist eben auch ein Spiel gewesen, das persönlich eigentlich abläuft. Bei den Multi-User-Dungeons, MW-Multi, gab es eben mehrere Leute, die gleichzeitig an demselben Spiel partizipierten. Und das war echt der Hit. Wenn man im selben Raum steht, konnte man miteinander quatschen. Und es gab einige Dinge zu tun. Man kommt nur weiter, indem man gewisse Dinge löst, sogenannte Quests. Und dann erst rückt man ein Level weiter. Und manche Quests waren so konzipiert, dass man nicht einfach dasselbe machen konnte. Man musste sich mit jemandem verabreden, man musste jemanden an einem anderen Ort haben, man musste das koordinieren, um das zu können. Und ja, da hatte ich Hilfe von meinem Kollegen Heugi. Genau. Und ich glaube, wir haben ein extra Semester verbracht an der Uni mit Multi-User-Dungeons und das war richtig interessant. Was war interessant daran? Also erst einmal, das Spiel zu spielen ist mühsam, man muss viel tippen und damit man nicht so viel tippt, gab es dieses Programm, Padrones Mood Frontend. Ein Programm aus Schweden, wie ich meine, das davor gesetzt ist und was erlaubt, gewisse Dinge zu automatisieren. Aliase, sodass man weniger herumrennen muss. Man tippt ein Wort ein und man rennt durch eine ganze Gegend, durch einen vorgegebenen Pfad und ist eben schneller da. Auch Aktionen, die darauf reagieren, was für ein Text kommt. Ja, in diesem Spiel klopft man sich durch die Gegend mit irgendwelchen Dingen und man kann auch sterben. Und wenn es heißt, du fühlst dich nicht gut, dann ist es Zeit, aus dem Raum rauszugehen. Und wenn man gerade nicht hinschaut oder die Verbindung langsam ist, dann hat man da keine Chance. Das Beste ist also, diesem Programm zu sagen, wenn du die Nachricht siehst, reagiere automatisch. Und das hat es echt erleichtert. Ja, das Ziel des ganzen Spiels ist halt, den Level so weit nach oben zu bringen, dass man auf Level 20 oder so kommt und dann gibt es eine kleine Zeremonie. Man wird erhoben in den Stand eines Wizards. Und das ist schön und das ist dann ein netter Text, aber man bekommt damit die Möglichkeit, das Spiel zu verändern. Man bekommt ein sogenanntes Castle, da setzt man irgendwo hin in die Gegend und anbauend an diesen Anfangsstück kann man seine eigene Gegend machen.
Und der Hit, wie ich finde, war letztendlich, das ist auch die nächste, vielleicht sollte ich das mal ganz kurz nach oben bringen. Genau. Wenn man dann, achso, genau, wenn man die Quests alle gemacht hat, wird man schließlich zum Wizard. Und der Hit an der Sache ist, man kann das Spiel erweitern, aber nicht nur, indem man Code schreibt und der muss kompiliert werden, das Programm muss neu gestartet werden, sondern das geht in Echtzeit. Also während das Spiel läuft, verändert man das Spiel. Man schafft neue Räumlichkeiten, man schafft neue Objekte mit Eigenschaften. Jeder spielt weiter, alle sind weiterhin verbunden, aber das Spiel hat sich bereits schon geändert. Das war so das erste Mal, wo ich dachte so, wow, das geht also, das ist ziemlich cool. Ja. Holgi war Tutor. Wir hatten einen Tutorenraum. In dem Tutorenraum gab es dann auch einen Macintosh-Rechner. Dort habe ich zum ersten Mal den Macintosh kennengelernt, sprich Apple. Und dort stand auch ein Rechner unter dem Tisch. Und da steht so ein Post-it-Note dran und das sagt, bitte nicht ausschalten. Na gut, also schaltet man es nicht aus. Und dann kommt einer von einem benachbarten Institut aus der Chemie herein und sagt, ich glaube, wir müssen den Rechner mal abholen, der sollte besser bei uns stehen. Was macht der eigentlich? Ja, der hostet News, Usenet. Ja, was ist denn das? Na, installieren wir dir mal dieses Programm, das heißt NN, No News is Good News, war die Tagline. Das ist ein Newsreader. Aha, und dann wirst du schon sehen. Mhm. Ja, also habe ich mir das angeschaut und bin in das Usenet eingestiegen und habe Newsgroups gesehen, also Foren, wie man so will. Für mich, ich möchte es eher vergleichen mit E-Mail, mit einer Mailingliste, aber mit der netten Eigenschaft, dass es dezentral ist und noch ein paar Eigenschaften hat, die Mailinglisten nicht haben. Dann stieß ich auf eine Gruppe, die heißt Comp Editors. Also ein Editor, Texteditor kennen wir ja sicherlich, ist ein Programm, mit dem man Texte schreibt. Und das brauchen wir natürlich, wenn wir E-Mail schreiben. Und das E-Mail-Programm damals zur Zeit hieß Electronic Mail oder noch kürzer ELM, also wie die Ulme. Und ja, ich sammelte damals schon Hinweise zu diesem Programm, aber auch eben zu dem Editor, der dann zur Benutzung kommt und was wird aufgerufen auf einem Unix-System, VI. VI ist so der Standard-Editor nach Ed. Er ist mehr oder weniger die grafische Version davon. Es gibt auf einmal einen Cursor, mit dem man sich bewegen kann. Oh, toll. Natürlich gibt es heute überall Cursor, aber es war damals schon so ein bisschen neu und aber wie benutzt man dieses Programm? Das Manual gab nicht viel her, aber habe ich dann erfahren in der Newsgroup Comp Editors, wie man das verwendet. Es gab ein paar Leute, die da coole Sachen machten und ich lernte davon. Ich wollte auch ganz gerne einen PC haben. Ich habe dann schließlich mein Geld auf einen Macintosh geworfen, aber der hatte leider keinen VI-Editor. Das war ein bisschen schade, aber dann wies mich mein Administrator darauf hin, dass es VI Imitation gibt. Ein Programm, das ein Niederländer geschrieben hat, um dieses VI zu imitieren. Komischerweise gab es für den VI keine Sourcen. Die gab es natürlich an sich, aber das Programm wurde ausgeliefert ganz proprietär, als Binary. Ja? Deswegen auch, man musste darüber reden, um zu sehen, wie das funktioniert. Aber durch diese Nachbildung, durch die Nachbildung war es eben möglich, den Source Code zu haben und zu erweitern und zu verändern und auch zu verbessern. Und aus VI Imitation wurde dann schließlich VI Improved, nachdem die Features das wirklich alles abgedeckt hatten. Ja, auch dazu sammelte ich dann weitere Informationen. Ich verwendete das Ding und ich freute mich darüber, dass es portiert wurde auf Macintosh, sodass ich das auf meinem Mac auch verwenden konnte. Mittlerweile gab es dann das WWW, das World Wide Web, und ich hatte die Möglichkeit, dann eben die gesammelte Informationen, die ich hatte, darzubieten als Webseite, also über Elm, über diesen NN-Newsreader und eben den Vim, den ich hierbei übrigens auch verwende, um das darzustellen. Ja, und irgendwann wurde klar, ich kriege nicht mehr
Datenspace an der Uni, um das zu machen. Die Adresse ist relativ lang, das muss auf eine andere Basis gestellt werden. Ich hätte auch gerne eine kürzere Adresse. Also habe ich für meine eigenen Sachen eben eine Domain angemeldet, gukus.net, und eben für die VI-Sachen vim.org. Ja, das hatte sich dann schließlich ein bisschen verselbstständigt. Viele Dinge sind passiert. Es gab ein SourceForge-Projekt, das eben weitere Dokumentationen machte und so weiter. Und das wurden dann die eigentlichen Webseiten, die wir heute sehen, auf vim.org. Ja, und damit es nicht ganz so lang wird, machen wir einen Sprung 25 Jahre später. Also aus der Sicht heute ist es ungefähr so zu sehen. Wir haben angefangen, uns im Netz zu bewegen mit Programmen, wir haben uns Daten geholt, wir haben in diesem Raum gespielt. Wir haben alles mal ausprobiert, wir haben alles mal gesehen, was geht eigentlich dort, was tut sich das. Wir sind nicht auf dem Rechner selbst, nur wir sind woanders eingeloggt. Was machen wir aus diesem Netz? Und es hat alles viel Spaß gemacht. Ja? Sich ausprobieren zu können in dem Netz, das war super. Noch war es eben noch nicht so ganz einfach. Google und so weiter gab es nicht zum Suchen und so weiter. Alles. Aber es hat sich eben entwickelt. Keine Zwischenbemerkung. Irgendwann habe ich mal gedacht, so, wenn ich lang genug dabei bin, werde ich es verstehen. Das ganze Internet. Damals hatte jemand ein Buch geschrieben, Ed Kroll, The Whole Internet, beschreibt, was da alles gibt. Und ich dachte, ja, ich lese das Buch, dann ist fein. Dann habe ich gedacht, ich lese die FAQs, ich lese die RFCs, die Request for Comments, ich weiß dann, wie dein Protokoll funktioniert, dann alles. Aber das ist so ein bisschen wie Kochen zu lernen, indem man ein Kochbuch liest. Das ist es nicht ganz. Also es gibt so vieles und es kommt immer mehr hinzu. Und ich habe langsam das Gefühl, es wächst zu schnell, es gibt so viele Sachen, man wird es wohl nie ganz verstehen. Es wird immer ein bisschen Neuland bleiben. Ja. Letztendlich aber, was Vim angeht übrigens, ja, Vim ist immer weiter gewachsen. Vim wurde weiter portiert, Vim wurde eigentlich auf jedem Rechner installiert, wo es ginge. Und es löste noch ein paar andere Konkurrenten ab und ist irgendwie so der Standard-Editor mehr oder weniger geblieben, neben dem anderen Editor. Und es ist groß geworden. Ja. Es wurde dann aber auf einmal ernst. Und der eigentliche Punkt, der Knackpunkt war dann schließlich, wenn wir an dem Source-Code von diesem Editor rumdrehen, dann ist das so ein bisschen, als wenn wir das Spiel, das wir vorher hatten, erweitern. Ja, also während die Welt da draußen abläuft, ändern wir an dem Source-Code etwas. Es ist wie während des Spiels das Ganze zu verändern und eben zu verbessern. Ja, und das ist vielleicht muss man das Internet genauso sehen. Das ist ein großes Spiel. Nicht jeder weiß, dass er irgendwie mitspielt und dass ein paar Leute eben an dem Source-Code rumdrehen, um da was dran zu machen. Ja, was habe ich aus der ganzen Sache gelernt? Spielen ist nichts Neues. Spielen ist die Art und Weise, wie wir lernen. Dadurch, dass man etwas ausprobieren kann, kann man sehen, wo die Grenzen der ganzen Sache sind. Man lernt auch, indem man über die Schulter schaut bei anderen. Man lernt dadurch, indem man irgendetwas liest. Und der Hit an der ganzen Sache mit dem Internet ist, dass wir weltweit vernetzt sind und voneinander lernen können und die Welt ändern können, online, jederzeit. Und sehr cool ist es eben, an den Tools rumzudrehen, die andere benutzen, um weitere Tools zu schaffen. Ganz konkret, mit dem Editor, den wir ändern, verbessern wir die Möglichkeiten, um Source Code zu schreiben. Mit dem Source Code werden weitere Programme geschrieben und diese wiederum machen dann die ganze Sache. Ja, ein bisschen dazu noch, was gibt es eigentlich, was sollte man eigentlich tun? Ich meine, man sollte die Räume schaffen, die ein Spielen ermöglichen. Sollte die Tools haben,
die man braucht. Es sollte ein bisschen Hardware haben. Es sollte die Möglichkeit geben, alles mal auch irgendwie kaputt zu spielen. Und ich möchte nicht nur darauf hinweisen, ungefähr, dass man später eine Firma schafft, die das eben bewerkstelligt, dass man da eben einen Raum hat, wo man vielleicht in der Ecke ein bisschen löten kann. Ich möchte das schon ganz gerne früher sehen. Und die Möglichkeiten, die es da gibt, klar, man schafft einen eigenen Verein, der das möglich macht. Der hat die Räumlichkeiten, der hat die Tools zur Verfügung und Leute, die so nett sind, einem das zu erklären. Für gewöhnlich habe ich den Blick so aus der Richtung Hackerspaces. Die Hackerspaces, ich betone es wieder einmal, sind Orte, an denen kreative Dinge geschehen mit Technik. Es wird also nicht eigentlich in dem Sinne was kaputt gemacht. Ich finde dieses Unverständnis des Wortes sehr ärgerlich und sehr schade. Hackerspaces sind wirklich sehr coole Orte, an denen man was lernen kann. Aber natürlich, auch das ist nicht der unbedingte Ort, wo jeder hingehen kann, wenn er in der Schule ist. Ich möchte das Ganze auch in den Schulen sehen. Also dort, wo es eine Bibliothek gibt eventuell, gibt es hoffentlich auch bald mehr Räume, sowie einen Arbeitsbastelraum, an dem man mit Internet auch was machen kann und darf. Rechner, die darauf vorbereitet sind, dass man rumdrehen kann. Rechner, an denen Schüler auch Administrator sein dürfen. Rechner, an denen man was kaputt spielen kann und die so weit vorbereitet sind, dass man das wieder aus dem Backup rausholen kann. Und alles ist wieder gut. Ja, ich hoffe sehr, dass das gehört wird und dass mehr Leute sich darum kümmern, an den Schulen, an allen Orten eigentlich, auch in den Arbeitsorten, solche Räumlichkeiten zu machen, dass man den Spaß dort erleben kann. Ja, das ist mein Aufruf an alle. Und ja, das ist so die Schnellversion. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Zeit drüber. Es gibt noch ein paar Punkte zwischendurch, die ich noch erwähnen wollte, aber ich hoffe, an dieser Stelle gibt es noch ein paar Fragen. Erst einmal danke fürs Zuhören. Ich schaue vielleicht mal ganz kurz ins Pad, ob sich da was getan hat. Und ich bitte euch, wenn ihr Fragen habt, dann Fragen zu stellen. Wo ist Gopher? Ah, NetHack, genau. Ja. Soll ich meine Frage nochmal? Ja, stell doch deine Frage einfach auch so. Genau. Also ich meine, du hast gerade eben gesagt, wiederholen? Achso. Ja. Du wiederholst es bestimmt, gell? Ich wiederhole das ja, genau, damit man es in der Aufnahme hat. Du hast irgendwie gesagt, du würdest es gern sehen, wenn irgendwie solche kreativen Spielräume oder Bastelräume irgendwo halt an mehreren Orten geschaffen werden würden, zum Beispiel in der Schule. Ja? Hast du da irgendwelche Anregungen, wie man da vorgehen kann? Gibt es da Beispielprojekte? Gibt es da irgendwelche übergeordneten Vereine oder so? Also ich meine, ich bin ja nicht mehr in der Schule, aber meine Kinder. Und also sprich, gibt es da irgendwelche Beispiele, die ich nehmen kann, zur Schulleitung gehen kann oder zum Elternbeirat und sagen kann, ey, schaut mal dahin, genau. Also nochmal Wiederholung von der Frage ist ungefähr, Bezugnahme auf, was kann man an den Schulen machen? Gibt es Projekte, die da schon etwas gemacht haben? Was kann man herzeigen? Gibt es Webseiten? Ich habe jetzt keine Beispiele. Ich müsste darüber nachdenken, aber nachdenken bei Aufnahmen ist immer sehr langweilig. Letztendlich kann ich nur zurückgreifen auf das, was wir mal gemacht haben. Wir haben mal Nachmittagsunterricht gemacht an der Schule für Fünft- und Sechstklässler. Das ist unser Ansatz gewesen. Also nachdem die üblichen 6 Stunden vorbei sind, hat man in der Schule sich in der Küche gesammelt, erstmal was getrunken und dann haben wir 2 Stunden was gemacht. 1 Stunde lang war, wir gucken uns was Neues an, 1 Stunde war spielen. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Kann man das institutionalisieren? Gibt es einen richtigen Weg dafür? Vorlagen müsste ich auch suchen. Also habe ich jetzt keine. Ja, aber ich denke mal, es gibt die Möglichkeiten. Es gibt Schulen, die jetzt mehr auf Nachmittagsbetrieb umgeschaltet haben. Es gibt weitere Räumlichkeiten bei Schulen. Und ich hoffe eben, dass es eine solche Räumlichkeit gibt. Meistens gibt es ja einen Medienraum mittlerweile. Und ich fände es gar nicht mal so schlecht, wenn es eben
dort auch die Möglichkeit gibt, etwas zu installieren und zu benutzen. Also wenn es einen Server gibt, dann würde ich vorschlagen, installieren wir doch mal was drauf und benutzen das. Und ja, man muss es nicht auf jedem Rechner installieren, man kann es ja runterladen. Und wie das funktioniert, das kann man nebenbei dann auch erlernen. Ja, also ich bin ein sehr großer Fan davon, Schüler mit hineinzunehmen als Administratoren. Das gibt ihnen Macht und Möglichkeiten, auch für Unsinn, aber man muss auch lernen, damit umzugehen. Das ist so ein bisschen, als wenn man jemand sagt hier, du kannst mit deinem Bike hier herumfahren auf dem Gelände, aber jetzt dann noch sagt, okay, jetzt gehen wir mal raus auf die Straße. Und da können wir auch langfahren. Und das müssen wir aber auch üben. Eine Vorbereitung ist gut, auch in einem abgeschlossenen Raum. Aber ich bin ein großer Fan davon, zu sagen, irgendwann ist da draußen auch die richtige Welt. Wir können uns nicht bewegen, bis wir 18 sind. Und dann werden wir erst losgelassen auf die Welt da draußen. Und vorher müssen wir uns durch Tunnels von zu Hause in die Schule bewegen. Ja? Das gilt eben auch im übertragenen Sinne auch auf das Internet. Ja? Und es ist gut, das zusammen zu erleben und zusammen zu erfahren. Ja. Gibt es da Projekte? Ich muss gucken. Ich werde das nachtragen. Jahreszahlen von den einzelnen Punkten wären gut als Bemerkung. Das ist richtig, genau. Das ist ein bisschen weiter unten im Text eventuell auch noch mit drin. Die Webseite dazu muss ich vielleicht doch mal kurz hinschreiben. Dort kann man das dann eben ein bisschen nachlesen. www.gookist.net, Talks und dann Ludo, ich spiele TXT. Da wäre das dann zu sehen. Also, wie gesagt, ich habe nicht alles, was da drin steht, jetzt vorgetragen, weil ich sonst aus der Zeit rausfalle. Wo ist Gopher? Gopher war dieses lustige Protokoll, das letztendlich so ein bisschen Art Vernetzung schafft. Also in Texte, Links sind in den Texten drin und man kann diesen Dingen folgen. Gopher war nicht schlecht und hat mir gut gefallen, bis dann, naja, dann kam der Browser, dann kam Mosaic, dann kam Netscape. Und die Möglichkeiten waren schon sehr wesentlich besser, es hat auch besser funktioniert. Und Gopher ist mehr oder weniger weggestorben. Aber wie immer im Netz, es gibt immer Leute, die altes Zeug noch im Leben erhalten, damit man es ausprobieren kann. Also es gibt direkt auch noch Websites, wo man einsteigen kann, auch per Telnet, und kann das dann benutzen. Aber groß ist die Welt dann eben doch nicht. Ja. Ebenso auch NetHack. NetHack, es gibt einzelne Server, wo man eben sich verbinden kann, um mal NetHack zu spielen. Ich finde, NetHack ist auch ein gutes Spiel, um gewisse Dinge auch zu erklären. Also wie ist die Steuerung auf der Tastatur? Wie ist die Grafik? Eben ist ein bisschen krude natürlich im Terminal, aber es gibt die auch mit Farbe und allem. Es gibt eine Version, die heißt Crawl und das ist ein ganzes Server dabei. Und da kann man auch zuschauen. Das ist ziemlich cool. Mal sehen, ob ich das hier irgendwie gerade habe. Crawl. Moment. Telnet. Da sehe ich es. Ah ja, hier. Also mit Telnet kann man sich auch heute noch verbinden auf Rechner. Und machen wir das einfach mal. Ja, da gibt es... Also das ist das Interface, nicht sehr spannend, aber wir können mit W zuschauen. Und da gibt es anscheinend wirklich einen, der gerade spielt. Und dann schauen wir mal zu. So, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Auflösung. Noch ein bisschen mehr. So schaut's aus. Da läuft also gerade jemand durch die Welt und sieht um sich herum so ein Bubble. Und ich kann gar nicht viel darüber sagen, weil ich es nicht gespielt habe wirklich, aber ein Freund von mir in Wien spielt das und hat mir das gezeigt und ich finde es super, weil ja, Farbe hat es auch. Bunt ist meine Lieblingsfarbe und es ist bunt. Ja, jemand hat auch vorgeschlagen, dann, als wir in Wien waren, warum sollte es das nicht eigentlich als, mit Anbindung auch als Screensaver geben? Also sobald sich nichts mehr tut auf dem Rechner, loggt es sich ein woanders und man kann zuschauen, wie man spielt. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ja, heißt also Crawl. Ja, Multi-User-Dungeons in Farbe, weiß ich nicht, ob es die gibt. Wir haben es lange nicht mehr gespielt, aber es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mithilfe dieses
Frontend-Programms haben wir so viel automatisieren können und wir haben wirklich nebenher gut kartografiert, dass wir da in einem Viking-Mut, glaube ich, war's, durchgerannt sind innerhalb von 2 Nächten und sind zum Wizard aufgestiegen. Und die Leute, die uns dann bei der Zeremonie eben da begrüßt haben, die da sein müssen, damit das alles tut, diese Zauberer haben uns dann gesagt, ja, wir haben euch beobachtet, wie ihr durch die Gegend gerannt seid und wir fragen uns, wie ihr das gemacht habt. Ja, das ist, ja, also alle sind natürlich stolz darauf, wenn das Spiel so angelegt ist, dass man sich Wochen beschäftigen muss damit, damit man da durchkommt. Ja, und dann war es 2 Nächte. Ja, mal wieder zurückgehen, da war noch was. Wann war denn Mut? Also ich glaube, man muss nachgucken. Es gibt natürlich Wiki-Webseiten darüber, wo alles draufsteht. Mut begann. Genau. 1990 waren wir gesagt in Tugmund. Tugmund, 1990. Ah, okay. 1980 muss das genau gewesen sein. Ja, stimmt. Drumherum war noch, da war noch was. Genau, 1990, da war doch was. Ja, da war so eine Mauergeschichte. Und die Installation, genau, an der TU Berlin war ein Mut da. Und damals hatten wir schon die Möglichkeit, weltweit miteinander zu chatten. Nennt sich Internet Relay Chat, IRC, gibt es auch heute noch. Läuft eigentlich auch bei jedem oder bei einigen Events im Hintergrund mit. Vor, während und nach dem Event kann man miteinander chatten und sich austauschen. Ich propagiere es weiterhin neben einem Event, also wenn jeder seine Kiste hat, dass wir miteinander chatten und uns austauschen können. Und heute wird das nicht mehr so sehr verwendet und ich sage immer, Twitter ist so die Version für die Kinder, miteinander zu chatten heute. Aber alles lässt sich nutzen. Ich wäre auch immer ganz froh, wenn man einen Kurs am Anfang macht für die Leute, die es noch nicht kennen. Einen IRC-Kurs, denn während des Events kann man ja miteinander chatten. Und die Frage ist immer so, was läuft gerade im anderen Vortragssaal oder hat jemand mal eine Lösung zu diesem Problem? Und nebenher chatten, finde ich, ist ein super Tool. Man muss nur damit umgehen lernen und dann auch in der Uni oder vielleicht auch in der Schule kann man das machen. Mit Hilfe von so einem Textpad kann man dann alles zusammenschmeißen. Also ich bin ein großer Fan davon, wenn alle bei einem Vortrag oder bei einem Seminar oder so ein Textpad verwenden, alles was reinschreiben und wenn das Ganze vorbei ist, dann hat man schon die Doku von der ganzen Geschichte. Ja, dann bin ich da einmal durch. Genau, gibt es noch Fragen? Wer hat schon mal Multi-User-Dungeon gespielt? Nicht immer dieselben Hände. Genau, ja. Ja, so. Nicht wirklich, okay. Also mittlerweile gibt es ja massive Online-Playing-Games, wo ich immer nur staunen kann, wo ich zuschaue, ab und zu vielleicht doch mal ein Video sehe auf YouTube, wie jemand spielt und ich sehe, ich bin zu alt. Also es geht schon recht schnell daher. Damals haben wir auch die Anfänge gesehen auf den Rechnern, wo es heißt, wir wollen miteinander chatten, aber wir wollen so eine Art Avatar haben, so ein Ding, was sich irgendwie in einem Raum bewegt, so eine Art Pseudomensch. Und die Grafikkarten gaben das leider alles noch nicht her. Die Anfänge waren cool, also aufbauend auf diesem IRC-Chat-Protokoll sind dann so Dinge zusammengekommen und haben versucht, miteinander zu reden. Hat noch nicht so ganz funktioniert. Und bei jedem Spiel, was ich eben mittlerweile in der ganzen dieser Entwicklung gesehen habe, habe ich gesehen, boah, es geht noch schneller, es geht noch detailreicher und weltweit und mit noch mehr verbundenen Leuten. Also unglaublich. Die Entwicklung ist riesig gewesen. Ja, freut mich auch sehr, weil letztendlich, was damit abfällt, ist, wir können eben auch die alten Sachen noch weiterhin verwenden und dann haben wir auch nicht mehr unbedingt die ganzen Probleme, die wir zwischendurch da gesehen haben. Fragen, Fragen, Fragen. Ich schalte mal ganz kurz noch wieder zurück zu meinem Dings da. Da wären noch andere Dinge. Also bitte einfach fragen, wenn ihr irgendwas kommt.
Ja, eigentlich hätte ich das, eigentlich müsste ich das auswendig sagen können. Dieser Absatz. The point was, also die, es gibt an diesem ganzen, an dieser Geschichte ein paar Knackpunkte, und diese Knackpunkte waren eben das Online-Erweitern des Spiels, während es läuft, was sich nachher übertragen hat in diesem Effekt. Wenn wir an diesen Tools rumdrehen, die da sind, dann ist das wie in einem Spiel, das wir eben erweitern. Und das Ganze war eben auch wie Magie, ja, dass das alles passieren kann. Und ich würde mich eben sehr darüber freuen, wenn sich diese Magie auch für euch einstellt und für alle, die nach uns kommen und die Sache erweitern. Ja, dass dieser Effekt überhaupt passiert, erfordert eigentlich, dass wir die Räume schaffen, in denen wir spielen können. Ja, also es ist eine Sache, ein Spiel zu spielen an sich. Es ist die nächste Sache, zu erkennen, dass wir ein Spiel selber verändern können. Das ist am Anfang vielleicht nur ganz, ganz wenig. Man macht eine Beschreibung, man macht ein Dings. Aber wenn man erstmal lernt, an dem Source Code rumzubasteln, dann auf einmal kommt diese Magie dessen, dass wir etwas erschaffen können. Und ich denke mal, für jeden ist das so ein bisschen was anderes. Für mich war das noch einmal der Effekt. Ich hatte zwar mal einen kleinen Kurs gemacht zum Löten, noch während der Schulzeit. Ging ein bisschen schief, weil alles nicht so richtig gepasst hat. Und später erst, als dieser Mensch aus Amerika kam und sein Tool zeigte, dass man sich zusammenlöten kann aus wenigen Komponenten, eine Box mit einem einzelnen Schalter, dann kam diese Sache von, oh, es funktioniert. Ja, ich habe diesen Kurs gemacht, ich habe was zusammengelötet, es hat nachher nur geblinkt, aber es war mein Baby. Ja, es leuchtet, es lebt. Und der Mensch hat eben eine Sache auch erschaffen, diese Ein-Button-Geschichte. Es sendet über eine LED, infrarote LED, Codes aus. Und diese Codes werden verstanden von Fernsehern und dann schalten sie sich aus. Das heißt, TV begun und wir können es einmal zeigen. Yay, genau. Schwarze kleine Box mit Halter, hat genau einen Button, mehr gibt es nicht zu tun. Und da vorne, man sieht es kaum, diese LED sendet die Codes aus. Und ich weiß nicht, ob dieses etwas hätte, auszuprobieren. Ja, aber ein sehr schönes Gerät. Und was ist der Sinn der Sache? Der philosophische Sinn ist natürlich, sich ein bisschen auszuklinken aus dieser TV-Berieselung. Und der praktische Sinn ist, wenn man in einem Café ist und es gibt diese großen Dinge an der Wand, man möchte sich eigentlich unterhalten und der Mensch gegenüber ist immer ein bisschen abgelenkt, dann macht man das aus und dann kann man sich wieder richtig unterhalten. Auch nicht schlecht. Frage? Ich meine, es gibt ja heutzutage so Minecraft-Geschichten und so, wenn ich die Jugend irgendwie richtig verstehe, wo die ja schon irgendwo kreativ irgendwas bauen und schaffen. Minecraft, okay. Bauen und schaffen, ja. Das ist natürlich immer noch irgendwo so auf einer recht hohen Ebene, weil sie im Prinzip Minecraft selber noch nicht verändern. Was hältst du so davon? Wie ist das sozusagen mit Spielen wie Minecraft? Also nicht nur benutzen, sondern eben ändern. Ja, ich weiß nicht, gar nicht mal, wie die Lizenz von diesem Source Code ist. Generell gilt für alles. Ja, lasst uns an diesen Sachen rumdrehen und verbessern oder einfach mal ausprobieren. Ich weiß natürlich nicht, was die Firma sagt, die dahinter steht, ob sie irgendwelche Leute einladen, um das zu tun. Ich würde es aber sehr begrüßen, natürlich. Also muss ich mich auch erst wieder damit beschäftigen. Minecraft habe ich auch nur zugeschaut bisher. Ich habe es nicht selber verwendet. Aber ein cooles Ding. Ich hoffe auch mehr, dass... ich wüsste jetzt auch nicht, was kann man damit noch machen. Aber es wäre natürlich cool zu sehen, was passiert, wenn man daran rumdreht. Ja, würde ich gerne weiterleiten an die Minecraft-Leute und mal sehen, was passiert. Gibt es irgendwelche Leute, die unter euch, die ein Spiel runterladen als Source Code und kompilieren zum Installieren?
ja, ein bisschen. Das wäre. Das macht man heute nicht mehr, ja. Ich muss gestehen, die ganze Entwicklung von Paketmanagern, die einem einfach mal so auf die Schnelle was installieren, ist mittlerweile so gut, dass ich das auch kaum noch mache. Kaum. Gegenbeispiel, gerade eben gibt es von dem Mailenprogramm Mutt eine neue Version. Vor 3 Wochen noch nicht mal 3 Wochen rausgekommen und da habe ich mir das wieder runtergeladen und kompiliert und ins Changelog geschaut, und um zu sehen, was gibt es Neues und so weiter. Ja, und da gab es noch keine Pakete für. Mein Hocke. Nein, das ist, denke ich, auch so diese Minecraft-Geschichte. Du kannst wahrscheinlich nicht erwarten, dass die Leute gleich hingehen und irgendwie coden. Oder wenn ich mal so ein sehr cooles Spiel, sowas wie Battle for Westnord nehme, ja, keine Ahnung, ob das jemand kennt. Da haben die Leute halt andere Möglichkeiten, das Spiel zu verändern, indem sie halt hier wahrscheinlich wie beim Mann irgendwie Szenarien definieren, irgendwie in einem. Ja, es gibt auch. Genau, ja, es gibt noch. Das finde ich immerhin auch schon attraktiv, dass die im Prinzip auf dieser Plattform was generieren, aber. Genau. Ja, genau. Es gibt einige Spiele, die erlauben, einfach so eine Karte selber zu machen, eine Spielkarte oder Charakteren zu entwerfen und so weiter. Genau, es ist so ein bisschen, es ist schon aufbauend auf dem, was vorgegeben ist, aber Leute können darin, in diesem Teil, kreativ sein. Finde ich auch ein Teil des Spiels, das man eben mal gespielt haben sollte. Ja, also. Ich weiß nicht, wenn jemand das von euch macht, möchte ich wieder anregen, bitte zeigt das doch mal her. Also beim nächsten Kilux-Event, aber eben auch vorher, es gibt ja noch ein paar weitere Events. Ja, ich wollte noch vielleicht darauf hinweisen, bei mir auf der Webseite stehen ein paar noch. Genau. Ah, ist nicht drin. Ah, dann habe ich das rausgenommen. Gut, ich habe mal eine Liste zusammen gemacht, welche Events es noch gibt. Zum Beispiel eben die Open Rhein-Ruhr Anfang November gibt es. Ende Oktober haben wir die Datenspuren in Dresden, gleichzeitig die UBUCON in Berlin. Also wenn noch weitere Leute, wenn ihr was vorzuzeigen habt, dann zeigt das bitte her. Geht dorthin. Man kann sich immer noch anmelden, man kann immer noch was beitragen. Und es gibt immer Leute, die sich darüber freuen. Es ist gleich 11 Uhr, wir müssen gleich übergeben an den Nächsten. Deswegen noch eine abschließende Bemerkung. Ich freue mich, wie gesagt, über Feedback. Ihr könnt mir da auch was schreiben unter kilux2015@gukus.net. Ich freue mich auch weiterhin über Leute, die irgendwas ausprobieren wollen und dass wir das noch zeigen. Ich selber hatte als Idee noch, dass man vielleicht noch einen Workshop macht, falls jemand noch Interesse hat bezüglich den WIM. Es gibt viel darüber zu sagen, aber es gibt immer, während man tippt, ganz kleine Kommandos, die immer wieder nützlich sind, die man vielleicht nicht kennt. Das war die Idee mit den Small Commands, die ich hier noch mit reingeschrieben hatte, dass man das machen könnte. Wer Interesse hat, bitte melden. Ansonsten freue ich mich über weitere Vorträge. Wie ich sehe, Leute sind ja schon eine Weile im Internet hier, einen Rückblick zu geben auf die Tools und die Umgebung, die man hatte, um ein Verständnis zu geben, wie sich das Ganze so ein bisschen entwickelt hat. Und sollte es noch Leute geben, die einen Hackerspace gründen wollen, es gibt Leute, die da sehr gerne mithelfen. Ich bin auch gerne mit dabei. Und ich würde mich freuen, wenn es da Feedback gibt über, wie machen wir das in der Schule und wie machen wir das vielleicht, um einen eigenen Verein zu machen. Das war's eigentlich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, in dem Text gibt es noch ein bisschen Details und ich würde mich freuen, wenn sich jemand das durchliest und mir sagt, dass da noch irgendwelche Tippfehler drin sind oder Fragen stellt dazu, damit ich weiteres dort erweitern kann. Vielen Dank und noch viel Spaß auf der Kilux. Danke.